und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Space Shooter LibGDX Tutorial. Im letzten Part haben wir die Asteroiden erstellt und den Schuss, diesen epischen Schuss hier. Und wir haben uns den Player erstellt. Ich habe übrigens im letzten dann noch fertig gepixelt, das kann man hier sehen. Ich habe den noch schön fertig gepixelt, das schöne Ding. Ja. Jetzt sieht es im Endeffekt dann schon so aus. Wir haben hier unseren Asteroiden, hier unser Ding, das Bums, Schussding ins Kirchen. Ich werde es wahrscheinlich doch nicht skalieren, bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher, weil ich finde so ein kleines Raumschiff schon hübsch. Und wir werden jetzt mal machen, dass Asteroiden auf uns zufliegen und wir sie mal abschießen können. Also das Kernfeature dieses Spiels. Gut. Also. Wir werden das so machen. Asteroid ist nur, wie der Asteroid sich verhält. Das heißt, er fliegt von rechts nach links. Und wenn er links draußen ist, wird, sagt er selbst, ich bin tot. Also hau mich raus. Wir machen uns hier noch eine... keine Klasse, sondern ein neues Package. Übrigens, wenn wir es hier so erstellen, wenn wir da rechts drauf drücken und neues Package sagen, müssen wir nur schreiben, zum Beispiel Manager und es automatisch erstellt. Wir sagen hier Asteroid Manager und jetzt sagen wir hier noch ein paar Sachen. Erstmal, es gibt eine Variable, die heißt ist ein Typ Boolean, die heißt alive, die ist gleich true und if this.sp.getx plus this.sp.getwith kleiner als 0, dann ist alive gleich false. Und der Asteroid fliegt mit this.sp.zx minus speed. Und wir spawnen erstmal hier bei gdx.graphics.getwith. Jetzt können wir mal schauen, ob das in etwa so passt, wie wir es wollen. Oh, 250 hat gepasst, ich habe mir verrechnet, da habe ich was falsch gemacht. This.sp.getx minus speed. Ja, so einfach. Jetzt sehen wir hier, er kommt angeflogen. Else, das passiert jetzt, sagen wir hier, ohne den machen es jetzt hier mal ohne das hier, dann sehen wir nämlich, ob er auch stehen bleibt, wenn wir es wollen. Kommt hier angeflogen. Dock, sollte er stehen. Genau, das wollte ich. Jetzt sagen wir plus das hier, dann sehen wir ihn leider nicht mehr. Wir können sagen, kleiner als 10. Dann müssen wir ihn auch sehen, wenn er hängen bleibt. Jetzt sehen wir hier. Er würde stehen bleiben, wenn er bei kleiner als 0 ist. Das wollte ich so haben. Und public boolean is alive. Returnen wir alive. Jetzt machen wir im Asteroiden Manager mal weiter. Hier sagen wir jetzt easy. Wir machen jetzt erstmal eine Liste von unseren Asteroiden. Eine Liste von Asteroid. Dann brauchen wir mal einen Float Spawn Timer, der ist auf 0. Hier sagen wir Asteroiden
und einen Spawn-Intervall, das bei 0,5 Sekunden. Dann gibt es natürlich ein Show, immer ein Update mit Float Delta. Übrigens, es heißt ja immer, dass man ein Spiel mit einem Plan rangehen soll. Aber wenn ich ehrlich bin, ich mache das Spiel auch gerade so aus dem Kopf heraus, wie ich es mir denke, dass man es macht. Ich habe es natürlich schon vorher mal gemacht, privat, um zu schauen, wie man manche Elemente bauen könnte. Nur wenn ein größeres Spiel macht, wie zum Beispiel ein Strategiespiel oder so, wo halt viele Elemente sind, dann nehmt euch ein Blatt Papier oder kauft euch ein Buch oder ein Heft im Laden und schreibt in das Buch immer eure Ideen rein, wie ihr ein Spiel plant. Man nimmt 10 Seiten und macht eure Planungen hin. Ich habe das auch so gemacht, zum Beispiel in alten Schulheften. Zum Beispiel in meinen karierten Schulheften von Mathe, die ich nie im letzten Jahr nicht vollständig verbraucht habe. Da habe ich die vorherigen Seiten rausgerissen, die Mathe. Und habe sie natürlich eingeheftet, weil ich brauche sie für die Abitur, Matura in ein paar Jahren. Und habe jetzt das restliche Heft benutzt und schreibe dann meine Gedanken rein. Es ist immer gut, was zu haben, weil es ist halt, man kann dann viel besser Spiele planen, man kommt auf einmal drauf, hätte ich jetzt das gemacht, das hätte ich jetzt nicht so gemacht zum Beispiel oder so. Weil zum Beispiel, ich habe das Spiel, als ich es privat gemacht habe, ist mir während dem Programmieren so viel aufgefallen, was ich hätte besser machen können und anders machen können. Deswegen mache ich es jetzt auch mit einem Asteroiden-Manager, einem Asteroid, einem Player. Zum Beispiel vorher habe ich in eine Klasse, in den Asteroid, alles reingepackt. Das Spawnen, das Zerstören, das Leben, alles vom Asteroiden. Und das ist dann so unübersichtlich geworden, hatte ich irgendwie 800 Zeilen in der Klasse und ich habe mich nicht mehr ausgekannt. Deswegen. Und jetzt ist schon noch ein Asteroid. Asteroid, Spawner. Ist vor Asteroid. Player. Game Screen. Das hier oben ist eine Pattern, die ich mir selber erstellt habe. Das ist gut, weil ich habe es einfach da oben drin stehen. Manchmal schreibe ich hier auch mehr rein, aber das ist jetzt hier nur das Easieste. Gut. Also jetzt sind wir hier drinnen. Jetzt müssen wir erstmal Asteroiden ist gleich New List Asteroiden. New Array List Asteroid. So. Wenn ihr nur List macht, müsst ihr offline einstellen, deswegen Array List. Gut. Jetzt sagen wir hier. Bei den Asteroiden müssen wir noch in einen Konstruktor machen. Public Asteroid in Float Y und das P.Z Position ZY Y. Jetzt kurz schauen, ob das abstößt oder ob das geht. Nein, es geht nicht. Gut, dann machen wir es anders. Private Float Start Y. Dis.Start Y ist Y. Innenzeit Y. So wurscht. Und der Asteroid spawnt bei Y. Mal schauen, ob es funktioniert jetzt. Ohne Null Point Exception. Perfekt. Gut, das wollte ich nur testen. Das ist wichtig, weil sonst spawnt immer auf der gleichen Höhe und es ist kacke. Ah, deswegen brauchen wir noch einen Random. Wir nehmen den von Java YouTube. Random Y this.random Y random.
gibt es. Und jetzt sage ich hier Spawn Timer plus gleich Delta. Und if Spawn Timer größer als Spawn Intervall, größer gleich Spawn Intervall, dann sage ich Spawn Timer minus gleich Spawn Intervall. Dann kommt Asteroiden.add new Asteroid. Random y.next int gdx.graphics.getHeight minus wie groß ist der Asteroid? Haben wir gesagt, der ist 64. Gut. Jetzt holen wir uns hier wieder dieses wunderschöne Monstrum an Zeilen. Jetzt sagen wir hier for Asteroide A für Asteroiden. Nein, SP. Zeichnen wir hier alle Asteroiden. Achso, sp.renderBatch. So, jetzt habe ich voll kurz verwirrt. Gut, jetzt sagen wir hier nicht mehr bei GameScreen Asteroid, sondern Private Asteroid Manager. Asteroid Manager. Sage ich hier Asteroid Manager ist gleich New Asteroid Manager ohne das hier. Dann Asteroid Manager .show, .update und .render. Und jetzt, wenn ich keine Kacke gebaut habe, sollten hier Asteroiden kommen, was sie nicht tun, weil hier eine Null Point Exception entsteht. Ach so, ja, ist ja logisch. Oder auch nicht. New Asteroid. Ich muss das in den Konstruktor packen, da ich sonst das anders machen müsste, wie ich es mir vorgestellt habe. Und jetzt kann ich hier, muss ich hier sagen, Punkt Update. Und jetzt müsste es eigentlich gehen. Genau, jetzt geht's. Jetzt kommen ja Asteroiden auf mich zugeflogen. Relativ verteilt sollte es sein. Man sollte natürlich auch verschiedene Random Generatoren benutzen. Jetzt kann ich mich hier hinstellen zum Beispiel und wird lange überleben. Jetzt bin ich zum Beispiel getroffen worden. Also, und das Coole ist, man kann jetzt hier rumspielen, das gefällt mir am allermeisten. Hier haben wir jetzt einen Spawner von 0,5 m. Wir können es auf 0,01 stellen und dann schaut mal, wie das aussieht. Ja, gut. Habe ich gesagt, dass jetzt viele kommen? Aber lass jetzt mal auf 0,1 oder 0,2 zum Beispiel. Das sind schon viele. Relativ einfach zum Ausweichen noch. Noch ist es relativ einfach auszuweichen. Man kann es ja machen, dass alle paar Sekunden immer schwieriger wird.
Und ja. Und falls ihr gesehen habt, sie werden noch nicht gelöscht. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier sage, Asteroiden.size, Count, nein, Size, einfach E-Size. Wenn ich jetzt mal jetzt starte, dann werdet ihr sehen hier unten, es werden immer mehr. Deswegen würde ich sagen, if a.isAlive und das ist false, dann asteroiden.remove a. Es wird immer das Objekt, was gerade außerhalb rausgeflogen ist, gelöscht. Das heißt, wir sollten jetzt nicht über eine bestimmte Anzahl drüber schreiten, wenn das jetzt richtig ist. Ups. Das ist Current Modification Exception. Was? Oh, ich muss hier eine I-Schleife machen. Kleiner Asteroiden.size I++. Asteroid A ist gleich Asteroiden.getI. So. Jetzt stimmt's. Jetzt sollte es über eine bestimmte Anzahl nicht drüber gehen, wenn ich mich recht entsinne. Hier, seht ihr, es geht nicht drüber, sind immer gleich, also es werden jetzt nie mehr. 27. Mich wundert, wieso es hier so raus bockt kurz. Kleiner als 64, kleiner als minus 64, dann sehen wir die auch nicht mehr rausbuggen, falls etwas ist. Ich muss anschauen, ob das passt. Also falls ihr seht, bei mir ruckelt es vielleicht ein bisschen wegen dem Aufnahmeprogramm. Nur wenn das nicht an ist, dann soll das eh flüssig laufen. So. Also ich habe es jetzt mal ausgemacht und bei mir läuft es eigentlich relativ flüssig. Also sollte passen. Gut. Jetzt müssen wir noch Schießen hinzufügen. Im Asteroid Manager kann man das eigentlich gut handeln, indem wir uns hier im Showteil die Schüsse zukommen lassen. Wir werden jetzt machen eine neue Klasse, die heißt Laser. Die ist eigentlich wieder fast das gleiche wie ein Asteroid, nur geht in die andere Richtung. Das können wir lassen. Das hier machen wir weg. Laser. Hier sagen wir jetzt Shoot. Das hier können wir wegmachen. Das hier können wir auch wegmachen, das auch. Public World Show. Dafür brauche ich hier einen Player. Weil hier hole ich mir vom Player.get Y. Damit ist das auch schon mal geregelt. Public World Shoot. A private void and private player. This player is gleich Player. Dann sage ich hier, also mit Klammern zu machen. Dann sage ich hier Player.player, blablabla, fliegt in die Richtung. Der Update-Teil ist
dis.sp.zx speed. Dis.get. Dis.sp.get x plus speed. Fliegt ein bisschen schneller. Add shoot. Ich brauche übrigens eine ArrayList von Sprite. Dis.sp ist gleich nur ArrayList. Ich mache es kurz beim Asteroid auch noch zu einem, zu einer gleich ganz zu einer ArrayList. Und jetzt kommt das hier alles zu shoot add, nämlich Punkt add. Dis.sp.add. Dann get get counter Punkt z position dis Punkt get counter Punkt get texture. Warte mal. Ah nee, ich bin ja ein Idiot. Ups. Ich bin ja noch im Laser drin. Der Laser sagt ja gar, sagt ja das alles nicht. Dis.sp.x minus speed, genau. Dann sage ich, wie ist der aus? Was macht er? Setze die Position. Wenn ich einmal die setze ich. Und das war es eigentlich auch schon. Fertig. Erst mache ich den Laser Manager. Same shit wie hier. Also ihr seht, es handelt sich sehr viel um Kompieren. Laser L kann ich rauslöschen. Das kann ich auch alles rauslöschen. Das auch. Das auch. Lasers. So. Denn hier kommt vor Laser L Lasers L.update Delta. Dann ist hier das gleiche. Nein, hier ist nicht das gleiche. Aber muss auch schon alles im Konstruktor passieren. Show geht nicht mehr. Und jetzt kann ich hier sagen: public void add shoot. Dann sage ich dis.lasers. Add new laser. Hier macht es easy schnell. Ich habe jetzt keinen Bock hier viel. Falsche Tastenkombination. Player.
jetzt eigentlich relativ blöd. Ich sage hier beim Player Leertaste, dann sage ich LaserManager.addShoot. Dann gebe ich mich selber noch einmal mit, das ist gut. Ja, private laser laser manager laser, dann sage ich hier laser.show if gdx input is key pressed is key just pressed keys.space und laser.addShoot this laser.update delta und laser.renderBatch. So, theoretisch, wenn ich jetzt schieße, kommt eine Null-Point-Exception, weil ich Laser initialisiert habe. This.laser ist gleich new laser manager. Gut, jetzt sollte es funktionieren. Noch sehe ich gar nichts. Page.draw shoot. Page.draw. Add laser. Lrender.batch. Oh, das könnte der Grund sein. Set.sp.setposition ist beim x player.get. Player.get x. Player.get y. Und im Nachhinein fliegt er einfach nur noch this.set. this.sp.setposition, this.sp.getx, this.sp.gety, und das fliegt einfach nur mit plus speed in diese Richtung, und das sind diesmal 450. Und if sp.get width größer als gdx.graphics.get width 10, dann ist alive gleich false. Das ist keine Methode. Es heißt auch nicht is alive. Oh, diese ganz kleinen dünnen Schüsse sind hier unsere Kugeln. Die möchte ich doch nochmal ein bisschen bearbeiten, weil die sind bisschen zu klein. Das sieht man nämlich kaum. Bildgröße beibehalten auf 18. Vielleicht sieht man jetzt ein bisschen besser. Ja, besser. Jetzt sind wir schon unsere Schüsse fliegen. Und die kommen immer hier unten raus. Das liegt daran, dass hier unten 0 ist. Get y plus player.get halt durch 2 und hier nicht get x sondern plus 48 plus 48. Jetzt sollte es vorne aus der Spitze rauskommen. Ja, das kommt schon mal hin, auf jeden Fall ist es besser als vorher. Ist ein bisschen zu hoch, sehe ich gerade. Get y. Minus sp.get halt durch 2.
kurz schauen, ob das auch stimmt mit der Schussanzahl her. Hopp, 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 hopp. Nein, es passt auch aus der passt perfekt. Asteroiden muss mir noch nicht jeden einzelnen Schuss sagen, den sie abfeuern. Also der Asteroid muss mir nicht sagen, wann er gespawnt ist. Ich würde noch gerne hier einen Laser Manager haben. Private Laser Manager Laser. Dis.laser ist gleich Laser. Bekomme ich hier jeden Laser? Okay. Manager. Okay. Public ArrayList. Laser. Get Laser ist gleich Return Lasers. Ist gut. Weil jetzt sage ich hier das da. Und jetzt sage ich for int j gleich laser.getLaser.size j größer laser größer 0 i j minus minus if a.get.getBoundingRect anders if intersector.overlaps laser.getLaser.getJ.laser.getBoundingRectangle und a.getAssert.getBoundingRectangle dann laser.getLaser.removeJ und asteroiden.getI.rem remove try catch exception Also theoretisch möchte jetzt hier das Player public laser manager get laser manager return laser so und jetzt kann ich hier sagen this.player.get laser manager ist jetzt nicht die beste Variante, aber es sollte funktionieren im Idealfall. Oder auch nicht. Jetzt würde ich gerne wissen, wieso das nicht geht. Okay, dann nicht e.printStackTrace. Natürlich if laser.getLaser.size größer 0 ist. Okay, das würde ich jetzt gerne wissen, wieso.
Okay, jetzt geht das einmal. Größer als 1 ist. Größer gleich 1. So, ich habe es mit einer anderen Schleife probiert, also einer anderen Variante, eine Schleife durchzugehen und das sie durchzuiterieren mit einem Iterator. Und das funktioniert so: ihr habt hier einmal das heißt der Iterator, dann von welchem Typ, unser Laser Manager Schleife ist ja von einem, ist ja vom Typ Laser. Dann sagen wir, wie dieser Typ heißen soll. Dann sagen wir gleich, ist gleich laser.getLaser.iterator, also Laser Manager, hol uns die Schleife und iteriere sie, also Iterator, hol den Iterator. Und dann sagen wir diesen Typen, hasNext, heißt, hast du noch einen übrig? hasNext? Wenn ja, geh rein, speichere unter laserls den nächsten Laser, das nächste Laserobjekt ab. Und dann sagen wir hier L, also so nennen wir unsere Instanz des nächsten Lasers, get laser, get bounding rectangle, also wie wir es schon vorhatten. Und dann sage ich hier laser, get lasers.remove. Und dann sage ich hier dieses Objekt hier. Und das funktioniert dann dementsprechend auch besser. Hier schieße, hit, pop, 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 pop. Hier, den trifft er. Funktioniert auch. Jeder Laser wird jetzt getroffen. Jetzt kann ich schon die abschießen. Vielleicht machen wir den Player noch ein bisschen schneller. Weil für mich ist er noch ein bisschen zu langsam. Jetzt funktioniert es schon besser. Ich werde hier noch hinzufügen. Und gdx.input.justTouched. Das bedeutet, wenn man jetzt auf die Fläche im Spiel klickt, wird auch geschossen. Just, oder nur wenn einmal geklickt wird, einmal geschossen. Das Witzige ist, wenn man das jetzt auf ein Android-Gerät exportieren würde, würde justTouched auch funktionieren, weil man toucht die einmal aufs Display drauf. Man sieht. Oder. Hallo? Oder. Ist ja logisch, wir wollen ja nicht beides machen. Noch die Maus klicken. Und jetzt können wir auch das machen. Wer Spaß haben will, schreibt hier zum Beispiel nur touched hin oder hier nur is key pressed. Ich mach's mal hier mit nur Punkt is touched. Weil jetzt kann man ein bisschen so einen Cheat-Modus sozusagen aktivieren, nämlich. Ich finde immer witzig, ein bisschen kann man, wenn man Langeweile hat, hier herumballern. Und dementsprechend sozusagen Cheat-Modus. Das sind Treppen. Jetzt ende ich es wieder auf justTouched. Und so, das war es jetzt erstmal für den zweiten Teil. Jetzt können wir schon schießen und das Turin zerstören. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Daumen nach oben und pipapo abonnieren, falls ihr mehr davon sehen wollt. Im nächsten Teil werden wir uns wahrscheinlich ums Menü kümmern. Und wir werden das hier 100-mal schöner machen, weil ich finde, das ist gerade hier wirklich zum Kotzen ekelhaft, wie ich das hier gemacht habe. Das werden wir auf jeden Fall viel schöner machen. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.